Hallo Kinder, hier ist der Marcel vom FC Bayern Alzenau. Ich möchte euch heute ein paar Übungen mit Ball zeigen, dass ihr auch in der sportfreien Zeit weiterhin aktiv bleibt. Für die Übungen benötigt ihr ein bis zwei Bälle. Lasst uns mit der ersten Übung beginnen. Zuerst werfen wir den Ball einfach nach oben und fangen ihn mit beiden Händen. Da das ja relativ einfach ist, beginnen wir jetzt mit der rechten Hand und fangen ihn auch nur in der rechten Hand. Jetzt wechseln wir zur linken Hand. Nun werfen wir mit links und fangen mit rechts. Schaut dabei, beobachtet immer mit euren Augen den Ball. So, in der nächsten Übung prellen wir den Ball einfach auf den Boden und fangen ihn. Weiterhin beobachten wir den Ball. Hatten wir ja ganz viele Übungen mit der Hand und dem Ball. Jetzt möchte ich den Fuß noch etwas einbauen. Wir spielen den Ball, schießen einmal nach oben und fangen ihn wieder. Können wir ruhig links und rechts machen. Und jetzt können wir das gleiche mal mit dem Knie machen. Ball aufs Knie werfen und nach oben spielen wieder. Habt den Ball immer im Blick. Und jetzt versuchen wir einmal mit dem Kopf und wieder fangen. Als nächstes legen wir den Ball am Boden und führen ihn mal mit der Sohle ganz vorsichtig um unser Standbein herum. Wir machen einen Kreis. Jetzt wechseln wir das Bein, das heißt das linke, das ist mein schwächeres. Versucht das Gleichgewicht zu halten, dass ihr nicht umfallt. Okay. Ich hoffe, meine Übungen haben euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.